gebaut, Alter. Mann, doch, Mann. Okay, dann mal also, ja, der Aufsage, ne? Okay. Was geht ab? Willkommen bei MTV Crips. Gerade gerade auf Crips. Let's go. Ey, so ein Team wie eure gegen mich. Nein, nicht. Was ist denn los? Der diente gestern noch einem Kolibri als Brutplatz. Gib euch erstmal diesen Wohnzimmerschrank. Das Ding haben sie früher mal Amazonas genannt. Die Couch aus Leder einer Anaconda-Schlange. Blattgold, T-Colts und Fälle eines Amazonas-Stammes. Ihr könnt hier Fälle am Zimmerboden sehen. Den Tiger im Vorgang. Den Eisbär im Hinterhof. Schildert einer? Ich weiß selbst, dass sie in einem der 50 Schlafzimmer liegt. Frederik öffnet um 7 Mal in Jalousien und ist dann fertig, kann er direkt anfangen, sie wieder für den Mann zu schießen. Hier gibt's auch Promi-Hosts zu sehen, die durch die Korridore gehen. Bei der da haben wir letzte Woche doch gesehen. Er liebt wieder da eine. Down. Warum hat das Model da lila Scheine im Haar? Naja, weil ich in den Bettmatratzen mein Kleingeld habe. Sollte die Küchen und die Wohnzimmer fließen. Und jetzt wegtreten, Bitch. Nun zu und hoch von den Knien. Ah, nice, der Ball hat den Drinks. Mit Schrammen im Gesicht. Diesmal sind sie anständig gemixt. Als ich durch Zeitzonen ziehen darf. Wintergarten heiß, wo koche. Und Pablo, irgendwo ist immer Arbeitszeit. Hier steht ja ein Haufen Kisten rum. Darf ich mal? Ist das Koks? Das wird rausgeschnitten, Jungs. Okay, ey. Das ist augenblicklich schön. Kopf wollen mich durch Razzias dran kriegen, doch für Hausdurchsuchungen brauchen sie 18 Präsidien. Sieht man hier die Kunstgalerie, paar Stellen sind noch leer und kahl. Explode Monet wohl mal ein wenig mehr Porträts gemalt. Okay, ist alles Feuer hier, doch bitte mal ehrlich. Ja? Muss es sein, dass Consuela jedem Schritt hinterher ist? Okay, und da hinten sucht das letzte Team den Ausgang verzweifelt. Frederik, wir haben sie, kannst du sie nach draußen begleiten? Okay, lass das mal eben, Frederik, bitte. Okay, Jungs, als nächstes kriegen wir Trophäen. Ich muss euch leider den Zutritt verweigern, Freunde. Solltet ihr den Raum zu sehr mit eurer Durchschnittlichkeit verseuchen? Diamanten am Schimmern, die Männer fangen an zu blitzen. Jungs, ich will besser mal die Kamera linsen, dann hängen Preise. Für Boss, der Boss hier am Eingang. Und läuft man durch, kommt man morgen bei Jungs, wegen der Dreier. Ich mach mir schon Gedanken, an welche freie Stelle ich die übernächste Schreibweite. Die goldenen Pokale, nur die Echo stehen. Auch kein Mensch, aus denen lässt sich kein Champagner trinken. Die Medaillen, die ich ausstelle hier drin, die sind von einem Komplan. Auf die Haushälter, kein Plan. Da verliert man schnell mal den Überblick. Den Übersicht, Mois. Nach der fünften Ausrechnung, hör mal auf zu zählen, was ich euch gesagt habe, Freunde. So, Karte wollte noch. Eine Frage, stimmt das mit dem Traumstrand am Ende des riesigen Gartens? Naja, wenn ihr Bock auf den Weg habt, könnt ihr mir es ja sagen. Und gibt es eine Sehne, ist im Arsch, Probe? Naja, statistisch gesehen wäre es eher komisch. Schau, da drüben an dem Seil, was wir drücken. Das sind aber große Hundehütten. Oder kleine Butlerhütten. Und darf ich fragen, wieso kein Pool in so einem prächtigen Garten? Wollte ich nicht drinnen, ist nur Apple gerade. Doch der Plan steht auf Festland. Mir gab ein Bau, der will den Drittern Inseln Grenzen setzen. Was die Hausgröße betrifft. Seht das Dreh auf dem Rasen. Welch magischer Bau. Alter Schuss, Frederik, das gibt's heute Abend beim Bankett. Komm, meine Diener von der Hofwildjagd, drücken sie die Türklinge. Und es ertönt die Wiener Philharmonika in meiner Nachbarschaft. Ladies und Senioritas, eine Grüße mit Good Morning, die nächste mit Buenos Dias. Nur die Dinkelberg, die hasse ich, weil ihr frecherweise unsere Grundstücksgrenze um ganze 10 Zentimeter schreitet. Aber hey, man, kein Ding, ist eh nicht so schlimm. Nachbarn sehen, oh mein Gott, wenn ich in Ferien bin. So, was es noch zu bewundern gibt, nun dann wäre das Gartenhaus, das dem Versailler Schloss nachempfunden ist. Eine Terrasse, die von Wundern zeugt. Mit dem Käppel voller Frauenstatuen binden das Wasser aus dem Munde läuft. Wow, ein Feuerwerk! Boss, was ist denn der Grund zur Freude? Grund zur Freude? Naja, schau dich mal zu mir, Boss. Ja, stimmt schon, ja. Und cut! So, Jungs, aber wenn das kein Hammer-Schussbild ist, oder? Die Rakete, die da explodiert, sogar in Ahorn-Plattform. Killer. Komm, könnt ihr noch ein bisschen vom Champagnerbrunnen kosten, wenn ihr schon mal da seid, Freunde. Ich bin gut aufgelegt heute. Habt ihr gehört, Leute? Champagnerbrunnen. Ja gut, aber wäre schon cool, wenn du das Essen abbaust, das ganze Equipment, weil das war... Wir sind gerade perfekt ausgespielt. Deswegen gleich raus müssen alle und das Equipment ist nicht abgebaut, hier sind noch überall die Kabel. Also du siehst hier so manchmal die Dinger jetzt von Alkohol. Von Lämpchen natürlich. Weißt du selber, Dirk. Main ist down. So, ne? Ich finde schon.